Wie machen wir das? Da kann ich hoch. Okay. Ich bin so ein Schwachkopf. So ein unglaublicher Schwachkopf. Okay, ich kann nicht hoch. Ja, okay, das erschwert die Geschichte natürlich wieder. Ich muss mich irgendwo auf eine Anhöhe stellen können hier, verdammt. Da drauf vielleicht. Nein. Oh Mann, diese Rätsel sind echt, naja, heftig. Muss man so auszudrücken. An der Anhöhe, zum Beispiel auf diesen Schwachkopf, der. So. Und dieser. Ich versuche einfach mal was. Das dürfte ausreichen, es dürfte ausreichen, gut. Dann geht dieses Ding jetzt mal da nicht zwischen rein, noch nicht. Ich stelle mich hier drauf. Ich stelle mich hier drauf. So. Nun kann ich. Nein, du kommst raus. Raus mit dir, du hast da oben nichts verloren. So. Du machst dich mal dahin. So, perfekt. Dahin. Und. Danke. Danke, 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 danke. So, wohin muss ich jetzt mit diesem bescheidenen Laser hin, bitte? Passiert hier irgendwas mit einer Plattform, wenn ich den wegmache? Nein. Aber es gibt hier irgendwo, wetten, noch so einen zweiten Laser-Dingens, wo ich hin muss. Was? Nein. Dadurch möchte ich. So, du kommst mal rückwärts hier mit raus. Perfekt. Den Laser möchte ich nicht da unten haben, sondern irgendwo anders. Da hinten, genau. Kann ich das, damit machen? Wenn ich ihn dahin setze. Dahin das Loch. Dahin der Laser. Nein. Jetzt tüpfe ich hier drüber und justiere den hier erstmal. Dass er da rein muss er führen, okay. Ah, äußerst unklug, äußerst unklug. Kann ich da irgendwo ein Portal hinsetzen? Da rein muss der Laser, ja, genau. Das heißt so. Der fährt schon mal nach unten. Der muss nach oben gehen. Und zwar sobald ich mich entschließe, den Laserstrahl zu löschen. Okay, gut. Dadurch, dass er jetzt nach oben ging, kann ich hier erstmal. Der interessiert mich jetzt sowieso nicht. Und ihr macht mal auf den Schalter da oben bitte irgendwas. Ich glaube, ich hätte einfach nur einen von beiden Würfeln nehmen können. Dann hätte das auch schon gereicht. Und jetzt, Du danke. Hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Das könnte sein, GLaDOS. Das könnte sein. Boah, also die Tests hier gegen Ende, die sind echt, heftig. Ich weiß nicht, irgendwie, es dauert einfach, sie zu lösen, es dauert. So. Ach, meine schöne Anlage. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung, Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß.
Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Aha. Und was sind das für Laser? Bringt die mich um, wenn ich sie berühre, oder was? Hier unten kann ich auch nichts machen. Wobei, ich würde sagen, an dieser Stelle... Ich unterbreche die Aufnahme mal wieder. Ich nehme jetzt schon seit einer ganzen Weile auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mal sagen, tschö, tschö, man hört sich.